Und Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit dem Manta AG.de mit der Ausgabe 49 und zwar Teil 2 des Auspuffanlage. Jo, schauen wir mal in die Ausgabe 49 ins Heft kurz rein. Da bekommen wir wieder im Auspuff die Teil 2 Version. Hier haben wir noch einen schönen Opel Manta, einen Opel Manta A. Ziemlich genau vor 50 Jahren ist es her, dass Opel den Manta A der Presse vorgestellt hat. Daher haben wir den ersten ausgiebigen Test der Automotor Sport vom September 1970 aus dem Archiv geholt. Auch schön hier mit Weißwandfelgen. Hier sieht man auch den Manta, den Rochen. Früher waren das ja immer so eine Steck-Embleme. Die konnte man ja ziemlich schnell rausziehen. So, hier geht's weiter. Hier haben wir noch ein schönes Bild mit Seemanns, ja, mit Seemanns Braut, Seemanns Mann aus Groß-Gerau. Und hier auch nochmal. Hier haben wir Capri Fischer lautete die Headline des ersten Manta-Tests in der Automotor Sport. Diese Bezeichnung ist dem Opel Manta A bis heute geblieben. Die AMS hatte damals vor Serienwagen als Testwagen Testfahrzeuge. Der orangefarbene trägt ungewöhnliche rote Streifen. Ach, Reifenstreifen, die hat man richtig lesen sollte man auch natürlich, ist ganz klar. Hier sieht man das hier mit den roten Rädern, mit den roten. Ja, früher hat man Weißwand gesagt, das sind Rotwand. Ne? Hier nochmal von der Automotor Sport. Nochmal eine Sache. Ja, dann gab es auch schon die ATS-Felgen. Die sind sehr beliebt gewesen. Dann halt hier ein schönes Design vom C-Kadett. Ja, kam auch, einige sind teilweise limitiert gewesen. 1977 Kadett GTE kam hier raus zum Sonderpreis. Hier der City Kadett, ein cooles Auto gewesen, unheimlich spritzig, 1600er Maschine drinne, unheimlich wendig die Kiste, hat echt Spaß gemacht mit dem Auto zu fahren, war immer mal früher unser Firmenfahrzeug und echt cool das Ding. Jo, hier haben wir nochmal aus Frankreich nach Amerika. Hat beim französischen Horizon, der zum amerikanischen Omni wurde, besaß es eine verkürzte Bodengruppe und überlebte den Original um Jahre. Okay, aber ist nicht ganz so interessant. Jo. So, in der Ausgabe 50 gibt es ja nochmal den hinteren Auspuff und Abschnitte vom hinteren Auspuff. Und das Endrohr. Gut, bauen wir mal los. Ja, Ausgabe 49 und zwar Auspuff Teil 2. Wir bekommen einmal das Unterteil. Ja, da ist es. Das Unterteil vom Mitteltopf. Dann bekommen wir den Rohrbogen, der dann über die Hinterachse rüberläuft. Da läuft dann hier die Hinterachse durch und wir bekommen hier wieder AP-Schrauben. Dann brauchen wir erstmal den hier. Da es früher nicht allzu viel Sportauspuffanlagen gab, hat man früher den Mitteltopf, der ja eigentlich überhaupt die Geräusch dämmt und halt auch die Leistung wegnimmt, den hat man aufgeschnitten von oben. Hat den aufgebürtelt und ein Rohr durchgelegt und wieder zugemacht. Und damit der TÜV das nicht sieht, hat man den von oben zugeschweißt. Ich denke mal, das machen heute noch einige Leute. Und hat eigentlich meistens ganz gut funktioniert. So, wir nehmen den Topf, drehen ihn um und nehmen jetzt die Seite, die, hier haben wir ja so einen Halter noch dran, so eine ausrichtende Auspuffschelle ist, das sehe ich auch gerade erst.
richtig gut gemacht hier, witzig gemacht mit der kleinen Auspuffschelle. Und das kommt dann so ran, dann machen wir wieder wie bei der anderen Seite, da hatten wir ja auch so ein Stift hier und wird so rangeschraubt. Und dafür brauchen wir eine AP-Schraube. Ne, ist eine falsche Schraube hier. Auch der falsche. Ne, doch, das ist der richtige. So, und kommt dann hier oben ran und wird hier wieder so verarbeitet. Na, das Loch nicht getroffen. Das war daneben. Jetzt aber. So, da haben wir den fertig. Und jetzt der mittlere, Entschuldigung, der mittlere Abschnitt des Auspuffrohrs wurde mit dem Oberteil des offenen vorderen Auspuff verbunden. Das Unterteil des vorderen Auspuffrohrs wird in der 50 Ausgabe montiert. Jetzt haben wir eine Schraube hier drin hier reingedreht. Also ich bin der Meinung, wir machen die Ausgabe 50 auch noch. Moment. So, ich habe mir noch die Ausgabe 50 geschnappt, weil das war jetzt wirklich eine echt kurze Sache, habe ich auch nicht drauf geachtet. Und ich denke mal, dass wir jetzt wirklich auch die Ausgabe 50 machen. Schauen wir mal nicht ins Heft rein. Das ist ja die Ausgabe 50, ist Auspuff Teil 3. Und ja, gucken wir uns mal erstmal die Bauteile an. Schrauben haben wir ja auch wieder ganz genügend dann, weil nämlich der Auspuff wird dann auch in der Ausgabe 50 am Fahrzeug montiert. Also wir haben hier AP-Schrauben, wir haben HM-Schrauben und wir haben GP-Schrauben. Dann haben wir die beiden Teile für den Endtopf. Der ist dann nicht mehr oval, der ist dann rund. Dann haben wir hier ein 50D, nennt sich das, das ist Endrohr. Und wir haben dann hier, das ist die andere Bauteil, aber jetzt habe ich gar nicht so gezeigt hier, ne? Einfach so für mich hier, ja, geht ja gar nicht. So, und das ist hier die Ausgabe, die Nummer 50C, Auspuffrohr, hinten nennt sich das. Und dann haben wir hier wieder einen Halter dazu. Dann haben wir das schon mal ausgepackt. Jetzt gucken wir mal, was wir schrauben können. Und zwar brauchen wir erstmal den Halter hier. Ich hole euch mal wieder ein bisschen näher ran. Den Halter hier und auch wieder den Auspuffrohr, hintere Auspuffrohr. Das wird dann, hier haben wir so einen Stift, wird dann so raufgeschraubt. Und dazu benötigen wir dann eine GP-Schraube. GP, die haben wir hier. Ah, wenn die Tüte mal aufgeht. So. Und jetzt wird es wieder lustig. Mal so anhalten. Und wird von innen verschraubt. So, meine dicken Finger dazwischen hier. So. Bisschen im Winkel drehen, dass es einigermaßen passt. Sieht dann so aus. Und dann brauchen wir den Topf. Jetzt müssen wir mal gucken, aber beide Seiten sind dort gleich. Und wir nehmen, die haben es von der anderen Seite gemacht, und zwar kommt das so ran. Genau, da haben wir auch wieder diesen Schnurpsel, der dann hier reinkommt. Und dafür brauchen wir eine AP-Schraube. Haben wir auch hier, da haben wir wieder einige vorhanden. So. Gucken, wie wir es am besten festhalten. Na. So. Haben wir auch. So sieht das jetzt aus.
Als nächstes brauchen wir die ganze Auspuffanlage hier, den Rest. Und kommt auch wieder hier mit bei. Auch wieder eine AP-Schraube. Wird hier auch wieder festgehalten. So. Haben wir auch mit dran. Jetzt kommt, den Bogen haben wir festgemacht, das haben wir festgemacht. Jetzt kommt die andere Baugruppe, beziehungsweise das Rohr, also der Endtopf, die andere Hälfte vom Topf, wird mit rüber geklippt und wird hier auch wieder verschraubt. Und zwar auch mit einer AP-Schraube. Können wir mal zusammenpacken. Von oben verschraubt, sieht man nachher nicht. So. So sieht es jetzt aus, aber fest. Jetzt kommt, nehmen Sie das Endrohr 50D und stülpen Sie dessen Bohrung über den Zapfen des hinteren Auspuffrohres, wie abgebildet. Jetzt die große, so kommt das jetzt mal, oder? So rum? So rum. Nicht direkt zu sehen, doch, das müsste jetzt diese große Öffnung kommt nach hinten und die kleine Öffnung wird hier rüber gestülpt und hält. So sieht das jetzt dann aus. So, nehmen Sie Auspuffanlage Baugruppe 49B und führen Sie sie zum Unterboden. Die korrekte Position des Rohrs wird in den folgenden Schritten gezeigt. Gut, jetzt brauchen wir das Auto erstmal. Jetzt mal wieder rauszoomen. Augenblick, ich hole mal das Auto. Moment. Das haben wir hier. Mein Hefter offen lassen, damit wir auch sehen, damit ich auch sehe, was ich für Schrauben brauche dann. Und da müssen wir jetzt mal auch wieder was unterbauen, damit wir nicht hier rum. Oh, da fällt mir wieder der Teppich ab. So hinlegen. Den anderen Halter hier. Ein bisschen höher legen. So. Das funktioniert nicht so, wie ich mir vorstelle hier. Augenblick, geht gleich weiter. Nehmen wir hier vorne den Halter drunter. Also ich hätte mal gedacht, dass man das hätte vielleicht so gebaut, dass man den Auspuff erst dann oder schon dann anbaut, wenn man die Sitze noch nicht drin hat. Also die hätte man später einsetzen können. Aber gut, nun ist es nun mal so. Nur müssen wir das mal hinnehmen, wie wir es haben. So, jetzt kommt der Auspuff. Und zwar hier mit rein. Genau andersrum. Kann man das sehen? Ich muss mal ein bisschen, ich glaube nicht so ganz im Bilde hier. So. Und zwar kommt er unterhalb, wo ist der Krümmer, da ist der Krümmer, kommt er rein und da ist auch ein Stift zu sehen. Ein kleiner Stift, der muss damit rein. Fragt sich nur, wie man jetzt damit richtig rankommt, was der da hält. Jetzt auch ein Stift, hier kommt jetzt die Halterung ran und hier steht die Halterung hoch, warum auch immer.
Der Zapfen des Hosenrohr gehört in die Bohrung des Auspuffkrümmers verdeckt. Aha, ist hier drinne. Aber warum jetzt hier ein Loch ist, wo auch nichts halten wird? E5. Wird das gar nicht festgeschraubt? Doch, hier wird es festgeschraubt. Hier mit HM-Schrauben. Hier mit HM-Schrauben und hier mit HM-Schrauben. Also holen wir die HM-Schrauben mal raus. Und hier kommt jetzt hier die Halterung. Da muss jetzt 48C. Warum sind da jetzt zwei Halterungen? Wundert mich jetzt ein bisschen. Gut, also hier kommt auf jeden Fall eine HM-Schraube rein. So. Dann kommen hier hinten nochmal zwei HM-Schrauben. Gucken, dass wir da die Bohrung erwischen, haben wir. Und dann kommt hier noch eine rein. Und als letztes, hier hinten kommt keine mehr rein. Gar nicht beschrieben am Endtopf. Doch, natürlich steht das hier mit. Genauer hingucken, dann sieht man das auch. Ob ganz hinten hier, seid ihr überhaupt noch, bin ich überhaupt noch im Bild? Ja, ein bisschen. Mal gucken, wie das hier so funktioniert. So, einmal. Und die nächste, letzte Schraube. Dann haben wir den Auspuff soweit fest. Befestigen Sie das Unterteil des vorderen Auspufftops am Oberteil, indem Sie die beiden Zapfen entsprechend in Löcher eindrücken. Wo ist er? Da ist er. Den drücken wir jetzt hier mit rein. Und damit ist der Topf fest. Was mich jetzt bloß ein bisschen wundert, ist, dass jetzt hier keine Befestigung ist. Habe ich da was verpeilt? Da war es falsch. Das ist keine Befestigung hier. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Kommt das in der nächsten Ausgabe? Da steht nichts da. Der Zapfen des Rohres gehört in die Bohrung des Auspuffkrümmers. Das ist ja merkwürdig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, einige Leute sind schon weiter als ich. Und dass das einfach hier nur so rumhängt. Drinnen ist er richtig hier, der Zapfen. Können wir mal genauer gucken. Ja, drin ist der Zapfen auf jeden Fall. Aber dass hier keine Halterung ist, dass das... Hier ist zwar eine Bohrung drinne. Kann man ja direkt sehen, ist ein Bohrung drin, aber nichts ist da. Gut, dann haben wir Ausgaben 49 und 50 gemacht. Ausgabe 49 und 50 verbaut. Wir haben in der Ausgabe 49 das Endrohr zusammengebaut und auch hochheben, vorsichtig. Da haben wir den Endbogen gemacht, der dann später über die Hinterachse kommt, den Endbogen, also den Endtopf gesetzt und den Mittelschalldämpfer komplett verbaut und auch komplett den Auspuff mit eingesetzt. Ja, wie gesagt, was mich ein bisschen wundert, ist, dass hier noch eine Bohrung ist. Vielleicht hat ja jemand schon, ist ja schon jemand weiter und weiß, was da für eine Halterung mit dran kommt, weil kommt mir ein bisschen komisch vor, dass hier gar keine Halterung mit dran ist. Normalerweise weiß ich es, dass hier in der Zwischenausgabe irgendwo Halter sind, die für den Auspuff Gummi waren.
und dass das gehalten wird. So kenne ich das noch. Und ja, schreibt es einfach mal in den Kommentaren rein. Und jetzt können wir den Kahn hier vorsichtig umdrehen. Und auch schon halbwegs auf seine noch nicht vorhandenen Füße stellen. So, das passt das. Und der kann weg. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut, wie gesagt, auch in meinen anderen Projekten mit bei. Und ja, bis zur Ausgabe 51 sage ich wie immer Danke und Tschüss, euer Micha.